Und willkommen zurück zu Victoria 2 mit mir, den Florian. Und mit mir, dem Chris. Diesmal sag ich selbst. Ja. Oh, und wir dürfen jetzt, ich darf jetzt wieder was auswählen. Entweder von staatlich kontrolliert auf nicht sozialistische oder von Schikanen zu Wahlkreisschiebungen. Okay. Ja, mach mal nicht sozialistisch. Jetzt steige ich halt ein wenig auf liberal um. Mein Gott. Gleiches Recht für alle und so weiter und so fort. So, bei mir kommen jetzt die ganzen Fabriken, sind jetzt fertig. Gehen bei mir jetzt alle in Betrieb. Das Hauptsache, die wurden gerade erst aufgemacht und haben jetzt schon die 10.000 Mitarbeiter geknackt. Ich muss jetzt schon, ich muss die schon erweitern. Wow. Diese Arbeitseifer. Das ist momentan richtig krass. Ich krieg auch so viele, sagen wir es mal so, weil ich jetzt in meiner Politik darauf gegangen bin, die Leute zu unterstützen, die Arbeiter. Von wegen faire Arbeitszeiten, Mindestlohn und sowas, habe ich die Attraktivität gestiegen. Und zwar extremst gestiegen jetzt. Und ich kriege jetzt hier manchmal 20.000 oder so, die meinem Land einfach reinkommen. Momentan geht alles schön in mein Land rein und die Produktion steigen. Alle meine Produktionsstätten kassieren hier immer mit grünem Pfeil. Ihr sagt keine einzige ab und die haben alle 100 plus, 100 oder mehr. Eine 196 hier. 205. Oh, oh. Oh, da wird eine Konservenfabrik gestartet. Meine ganzen Firmen gehen gerade bankrott. Warum ist es rot? Oh, meine Munitionsfabrik. Lol. Die haben einfach Firmen bei mir aufgelöst. Und geschlossen. Und wir können sie... Alter, die Liberalen hauen jetzt so richtig rein. Oh Gott. Ich muss den Zoll wieder... Ich muss beim Zoll wieder denen wieder Geld schenken, sonst wird's nix. Ich glaube, ich konnte... Dadurch, dass ich jetzt den Zoll auf Null gemacht habe, habe ich jetzt anscheinend den Kapitalisten das Geld abgezogen. Das kann sein. Alter, eine ist... Lol, noch eine. Meine ganzen Firmen lösen sich auf. Nein. Ich war doch schon... Ich hab grad wieder mit Chile gerade eine Bündnisanfrage bekommen. Langsam bin ich so auf dem Stand, dass die mit mir Bündnisse haben wollen, weil ich immer größer werde. Ich bin jetzt schon auf Platz 26 mit Industriestärke und Platz 24 mit Militärstärke. Ich produziere gerade Militär nämlich. Alter. Überholst mich noch. Lol, und ich sag hier weiter ab, ich bin jetzt auf Rang 12. Ich bin jetzt immer noch 22, aber es steigt gerade ziemlich. So, hier, Attraktivität für Einwanderer 2%. Ich habe jetzt gerade den 12-Stunden-Arbeitstag eingeführt. Alter Mann. Das kann ich alles noch gar nicht machen. Ich habe bei mir jetzt niedriger Mindestlohn, 12-Stunden-Arbeitstag mit hervorragenden Sicherheitsvorschriften, Arbeitslosenzuschüsse, Rente habe ich jetzt auch und geringe Gesundheitsförderung. Also meine Bayern sind einfach dafür viel zu blöd. Ich habe jetzt hier einen 30er-Trupp stehen an Militäreinheiten. Naja. Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Ich tue ja schon forschungsmäßig schon wieder fast alles erlernen. Bis auf Marie natürlich. Ich kann wieder was machen. Was machen wir jetzt? Nehmen wir mal niedrige Arbeitslosenunterstützung. Das sorgt halt auch dafür, dass die Leute motivierter sind zu arbeiten. Weil die Einnahmen der Firma gehen gerade immer weiter nach oben. Hm. Okay, die brauchen wieder mehr Mitarbeiter, die brauchen Platz, die brauchen auch Platz. Boah, schon wieder am Aufrüsten. Ich hab nur noch 2,3 Millionen. Ne, ich bin bei 6,16. Hab ich gesagt, ich stecke. Wie gesagt, Moment, ich würde normalerweise, wenn ich auf 0 bin, bei Zoll, 2000 verdienen. Jetzt verdiene ich nur 700. Und ja. Früher habe ich ja immer gemacht, dass ich Geld verdient habe durch den Zoll. Jetzt schenke ich denen ja Geld. Ein Moment. Habe ich das gerade. Oh Gott, ich bin im Krieg mit Großbritannien. Oh Gott. Mit Groß. Oh. Oh. Eigentlich, ja. Scheiße.
Pass auf, die haben ja schon da ein Stückchen Land neben dir. Gleich neben Venezuela. Warte mal, genau, gute Idee, bleib mal da stehen. Jetzt frage ich mal hier nach, geht zu Diplomatie, Militärzugang anfragen, fortfahren. Ich helfe den Amerikanern jetzt gegen Dingens, gegen die USA. Die Amerikaner gegen die USA. Ja. Es geht um den Krieg britische Eroberung von amerikanisch-Alaska. Okay. Ja, aber Ja, um. du hast dich jetzt gerade versprochen, dass nämlich du hilfst jetzt seit Amerika gegen die USA. Deswegen war jetzt Amerika gerade gegen ich. USA? Geht doch gar nicht. Eben, deswegen hat es mich jetzt gerade verwirrt. Und das Osmanische Reich kämpft schon wieder. Die sind auch ziemlich aggressiv. Kolumbien, Liberia und USA. Ach, das schafft ihr schon. Wie geil ist das denn? Diese Zentralamerikanische Föderation da, ne? Ah. Hat mir gerade angeboten, meine Einheiten durch ihr Land laufen zu lassen. Die haben es mir angeboten. Weil die mit Amerika verbündet waren. Jetzt nicht mehr. Jetzt haben sie es mir erlaubt. Ich habe jetzt die Rechte, durch ihr Land zu stiefeln für Amerika. Geile Sache. Aber du musst ja noch durch Mexiko durch. Rechts unter Mexiko ist so ein ganz, ganz kleiner Fitze von Großbritannien, Belize. Den nehme ich jetzt. Dann habe ich Ah denen schon ja, okay. geholfen. Dann habe ich denen geholfen, die sind glücklich und ich bin glücklich, weil ich dann keinen Stress mit denen habe und ja. Ja, aber du hast auch noch rechts daneben, lieber Venezuela. Richtig, aber Venezuela lässt mich nicht durch. Und Brasilien? Habe ich noch nicht geguckt. Ich nehme jetzt erstmal den Fleck da oben ein und dann. Dann schauen wir weiter. Obwohl, du hast ja noch Achso. Schiffe. Du kommst ja mit den Schiffen ja auch ziemlich weit. Sind das Transportschiffe oder Kriegsschiffe? Jetzt muss ich mal gucken. Ne, das sind alles Kriegsschiffe, die der irgendwie gebaut hat. Naja, dann kannst du aber Schiffe versenken. Könnte ich ja. Ja, wenn du schaffen würdest, ein paar von den Transportern zu erwischen, wäre schon geil. Wenn du dann denen ihre Unterstützung dann wirklich ausschaltest. Greife gerade britisch Guatemala an. Mal gucken, was daraus wird. Boah, ich krieg die ganze Zeit Nachrichten, von wegen, dass Eisenbahnen fertiggestellt wurden. Bei mir müssten bald die Fort alle fertig sein. So, Produktion. Den muss ich aufrüsten. Der ist schon wieder voll, obwohl ich den gerade erst aufgerüstet habe. Mir kommt das russische Zahnreich irgendwie jetzt größer vor, als ich es in Erinnerung hatte. Warte, ich guck gleich auch mal. Ich bin gerade wieder. Boah, ich darf schon wieder Firmen aufrüsten. Ist doch unglaublich, wie viel die jetzt an Mitarbeitern schlucken. Der russische Zarenreich, warte mal. Ich finde nach unten und so weiter. Ja, die sind nach unten gegangen. Die werden größer. Und gesagt, Schweden tun sie sich ein Stückchen holen. Nützt ihnen aber immer noch nicht viel, wenn sie nichts so anderes auf die Reihe kriegen. Naja. Ja, weißt du, ich habe mir jetzt gedacht, hilf's den Amerikanern mal, weil ich kann es mir nicht erlauben, dass die Briten ja, jetzt sich hier weiter ausbreiten und mich dann irgendwann angreifen. Ja. Ah, mit deinen Wobei die 25 Mann. Briten mich jetzt gerade ziemlich auseinandernehmen. Ich habe hier allein einen Trupp von denen stehen mit 50, oben steht einer mit 6, da steht noch einer mit 3, da mit 12. Nee, der mit 12, der haut gerade. Wo ist denn der? Der ist bei Venezuela. Ja, das Nee, ist ist er nicht. Venezuela, aber trotzdem. Venezuela ist mit denen verbündet. Theoretisch könnten die in den Krieg einsteigen. Oh ja. Sagen wir es mal so, mir kann eh nichts passieren. Eben. Weil, wenn die das verlieren, ja schön. Aber Habe ich ich glaube, mitgemacht, wenn sie fertig. dein Ich Land einnehmen, dann kriegst gehört du denen vielleicht das kein nicht. Geld mehr für die Firmen, die da drauf sind. Dass Das es vielleicht stimmt, denen aber das schlecht sind keine geht. Firmen. Die nehmen den Dschungel gerade ein von mir. Ein Dschungel, okay. Da habe ich eine Fabrik gehabt, oder? Ne, ich habe da drei, fünf Fabriken stehen, wo die gerade einnehmen und da oben habe ich keine. Die meisten Fabriken stehen bei mir mit in der Hauptstadt.
Ja, okay, das ist schon ein Punkt, wo sie mich am Arsch haben, sag ich mal. Also können sie mich richtig mit nerven mit dem Punkt. Und die, ah, die haben nur noch 33 da stehen. Ja. Und ich habe das obere Teil eingenommen. Ich gehe jetzt mit meinen 25 Mann zurück. Es sind gerade noch zwei Dreier-Trupps in Produktion und dann greife ich die da oben an. Ja, das Fort macht schon den meisten Rest kaputt. Ja, ich habe da ja ein Fort drin, deswegen. So, ich habe jetzt mittlerweile nur noch einen 10-Stunden-Arbeitstag. Ich bin fast bei den 8 Stunden angekommen. Ich bin meiner Zeit voraus. So. Jetzt habe ich ein Friedensangebot von Großbritannien bekommen. Ich Vergiss lehne das es. erstmal ab. Ich will die 28 Mann da raus Ja. haben. Ich will die da rausknüppeln. Wie gesagt, die haben ja schon wieder 5 Mann verloren. Bis du unten bist, haben die wieder welche verloren. Ich habe oben 30 Mann stehen von mir jetzt. Ich könnte Oh jetzt schon ja. reingehen. Ja, ich schau dir gerade fleißig zu. Hier sind noch 6. 36 Mann gehen da rein. Das sind 10. Wobei, die sind besser ausgebildet, ne? Das darf ich nicht unter 8. Also, das darf ich nicht vergessen. Du hast aber das Heimvorteil. Die werden auch automatisch schon kleiner. Und irgendwann können sie nicht mehr einnehmen. Oh, du musst aber jetzt angreifen, sonst haben sie es erobert. Ich schick die einfach schnell rein. Ja. Schnell, schnell! Verdammt. Egal, ich gehe jetzt rein. Ja. Die ziehen mich ab. Die machen mit 350 Schaden nicht den 81. Die sind viel besser ausgerüstet als ich. Oh, und die von oben kommen runter. Hey, du hast zwei Leute schon mal ausgeschaltet von denen. Yeah. Na, wahrscheinlich, weil die es jetzt eingenommen haben. Das heißt, die verlieren halt jetzt halt fortmäßig gar nichts mehr. Ich hab Frieden angenommen. Ich habe mir ein Angebot offen gelassen, je nachdem, wie es gerade steht. Ich kann mir nicht erlauben, dass meine Fabriken jetzt da nicht mehr arbeiten. Hätte ich die jetzt schnell platt machen können, dann hätte ich das ja so lassen können, aber das Risiko kann ich nicht eingehen. Ich komme gerade mit der Wirtschaft nach oben und zwar extremst, weil ich jetzt sogar schon Platz 21 in Industriestärke bin und das steigt. Es steigt, definitiv. Und es steigt schnell. So, produzieren wir mal wieder nach. Wo können wir denn produzieren? Das Problem ist aber bloß, das Gebiet, das du eingenommen hast oben, das könnte jetzt wieder denen. Könnte jetzt wieder Britannien, weil du aufgegeben hast. Kann mir doch egal sein. Weil Amerika hat dadurch meine Unterstützung bekommen. Prozente haben die ja. Die verlieren die dadurch ja nicht. Nee, aber dadurch, dass du jetzt seit Frieden geschlossen hast und du es eingenommen Ja. hattest, wurde es jetzt aufgelöst. Ich glaube, das geht dann wieder Richtig, die zurück. Prozente bleiben denen. Okay. Boah, meine Militärstärke steigt extremst gerade. Ich weiß auch nicht, was gerade los ist. Ich kann gerade so viele Einheiten produzieren. 2, 5, 6, 7, 8, 9. Es sind gerade 10 Einheiten in Produktion. Das heißt, 30 Mann kommen noch drauf. Das heißt, ich habe 65. Okay. Ich bin Platz 18. Wow, Junge, du holst auf. Das ist aber auch nur, weil meine Firmen gerade so am Ausrasten sind. Ich glaube, es ist gar nicht mal so verkehrt, jetzt hier die Politik darauf zu ändern, dass Arbeiter gefördert werden. Die sind so hoch motiviert bei mir. Ich gehe jetzt sogar schon an Fließbandproduktion in Technologie. Fließband bin ich dran gerade. Alle ohne Witz, meine Armenschicht. Der 83% bekommen Luxusbedürfnisse. Ja, bei. Haushalt. Alle bekommen ihre Alltagsbedürfnisse und ihre Lebensbedürfnisse. Luxus ganz, ganz wenig bis gar nicht. Ja, bei mir, oder die reichen 64%. Die kriegen Ja, du da musst Haufen darauf Geld, achten. ich schmeiß einen Haufen rein. Und, aber Ja, das ist, trotzdem. weil du denen Geld schenkst durch die Zölle. Du darfst denen Ja, kein Geld aber schenken. die Firmen, Bei mir die gehen bezahlen die. bankrott. Ich kann jetzt nichts mehr dran ändern, die gehen jetzt einfach eine nach den anderen bankrott. Boah, das wird schwer, weil ich habe bei mir jetzt, meine Firmen laufen alle extrem gut und ich habe den Zoll bei mir momentan auf Vollausschlag, so wie ich ihn machen kann, maximal von der Politik her.
Das sind 25%, mehr kann ich nicht machen. Aber die habe ich voll ausgelastet. Oh, mein Militär hat sich um eins erhöht. Oh, und ich kann wieder Löhne reinsetzen oder sowas. Jetzt machen wir mal niedrige Renten. Machen wir die Renten was hoch. Vorher hatte ich nämlich nur Sachrente für bestimmte Leute, nur so höhere Schichten. Jetzt kommt niedrige Rente. 2% wieder für Einwanderer. Boah, ich krieg wieder Leute rein. Bin mit 560.000 oder so gestartet. Jetzt habe ich 1,88 Millionen Bevölkerung. Okay. Teeproduktion, Kaffee und Opiumproduktion. Oh, ich fange schon mit Medizin an. Guck mal, was oben bei mir bei Panama City an diesem Richtung Mexiko alles steht. Und da ist immer noch in Produktion. So. Wo hast du gesagt? Bei Panama City Richtung Mexiko, die Landzunge, die ich da noch habe. Und da sind immer noch welche in Produktion. Ich bin da noch nicht fertig. Es sind insgesamt noch 1, 2, 3, 4, 5 Stück in Produktion. Oh. Jetzt könntest du momentan sogar mich erobern. Was für eine Militärstärke hast du? Ich bin jetzt momentan bei 24, warte, Militärstärke 20. Ja, ich habe 43. Ich bin Platz 21 Militärstärke. Wobei die meine nicht ausgebildet sind. Ich glaube, ich gehe jetzt auch mal ein bisschen zu offen meine Infanterie, dass ich die verstärke. Ja, ich tue gerade auch jetzt gerade immer die Infanterie oder die Ab die Bauern da wegschmeißen. Halt Oh, auflösen 1, ja, ich und hab's, ich halt hab's. die höheren holen. Ja, klar. Weil ich bin Ich habe jetzt momentan, schon. ja, weil ich bin jetzt momentan jetzt schon bei den Husaren oder Husar. Ja. Danach kommt Panzer. Epi. Krass, ich bin jetzt, hab jetzt 1,93 Millionen Bevölkerung. 1,93. Du Ja, hast 1,94. Und ich war gerade bei 1,88, wo ich das erzählt habe. Ich bin bei 1,82 dauerhaft. Ich habe 1,8. Ich krieg gerade Plus, ohne Ende Plus. Manchmal 2000, manchmal 10.000. So, in 12 Tagen ist in Panama City meine letzte Infanterie fertig. Und Gut. so. Alter, ich krieg die Diplomatie-Punkte hinterhergeschmissen, aber ich brauche sie nicht. Also wirklich, Leute, es gab Momente hier in dem Ding, da hast du wirklich nach jedem Diplomatiepunkt dich, ja, gewünscht. Jetzt brauche ich es nicht, weil bei mir ist tote Hose. Ganz ehrlich, ich überlege gerade, ob ich dieses Zentralafrika mal angreifen soll. Ja, wäre eine Überlegung vielleicht wert. Weil die sind nur mit Brasilien und Ecuador verbündet. Sind halt alle zwei genau neben dir. Ja, ich gucke jetzt erstmal, was die für Truppen, also was für Stärken die haben. 45, die sind direkt hinter mir, Brasilien, okay. Und Ecuador. 58, Platz 14. Ja, da sollte ich vielleicht noch warten. Aber ich werde jetzt bald auf die Schiene gehen, dass ich Leute angreife. Ich habe jetzt einen 39er und einen 24er Trupp an Soldaten hier rumstehen. Oh, und wie ich sehe, kann ich irgendwo noch ausbauen. Warte mal. Oh ja, da kann ich noch zwei Armeen ausbauen. Ich kann jetzt momentan nur noch bei Handel ein bisschen was erlernen und das war's. Dann muss ich warten, bis wieder was Neues kommt. Platz 17, ich bin wieder einen runter. Ich habe jetzt 19, Und ich 19 bin und 11. Platz 13, ich gehe mal eins höher. Von den Rängen bin ich von oben nach unten 11, 19, 19 jetzt. Ich bin 4, 15, 37. Ach du Scheiße, was rasten die bei mir jetzt so aus? Was ist denn jetzt kaputt?
Ich habe jetzt gerade wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 neue Fabriken sind gerade im Bau. Einfach so, auf einen Schlag kommen die. Alter, das tust du wahrscheinlich bei mir alles abziehen. Bei mir geht alles gerade bankrott, bei mir geht gerade alles bergab. Und ich kann nichts dagegen machen. Bei meiner Hauptstadt oder bei Antu Queer habe ich 8 von 8 Fabriken jetzt, wenn die alle fertig gebaut sind. 7 von 8 in meiner zweiten Stadt und alle sind voll. Ich bin die am Aufrüsten wie sonst was. Was ist denn jetzt kaputt? Die kann ich fast aufrüsten, aber ich rüste die immer nur auf, wenn die wirklich rappelst voll sind. Alter, ich hab bei mir schon die ganze Zeit das ganze Militär draußen, einfach nur aus Angst, dass wenn ich sie auflösen würde, dass ich sie ja nicht mehr Norddeutscher Bund. produzieren kann. Ja, hab ich auch. Ich werde definitiv meine Typen jetzt erstmal nicht auflösen. Außerdem bin ich 400 im Plus, also obwohl ich gerade aufrüste und Militär draußen habe. Also bei mir läuft gerade eigentlich ganz gut. Und bei mir genau das Gegenteil. Die Menschen sind. Machen die denn jetzt? Das Luxuskleidung wollen die jetzt bauen. Ja, dann. Das Geile, was importierst du gerade alles bei dir? Also, ich rau. Warte mal. Also, raus geht. Ne, rein, was du reinholst. Warte mal, ich geht jetzt. Kann ich jetzt gerade hier nicht. Ah ja, jetzt hat. Okay, importieren durch Tee, Wolle, Tabak. Dauerhaft. Was? Und halt exportieren Schnittholz, Stoffe, Papier. Und die Dann ganzen kann Sch es sein, dass du Tee von mir beziehst. Es kann sein, dass du mich finanzierst gerade so ein bisschen. Ja. Naja, wie gesagt, das kommt mir irgendwie so vor. Jedes Mal, wenn du einen Rang aufsteigst, gehe ich einen Rang runter. Welchen bist du jetzt gerade einen runter? Ich bin nämlich gerade wieder Ich ein bin also jetzt. ich bin einen runter gerade. Bist du jetzt 17? Ja. Ja, gut, ich bin jetzt noch 13. Hat sich jetzt noch nichts geändert. Bin jetzt 17. Aber du bist ja langsam gefährlich. Warte mal, Sizilien. Was bist Ja, du jetzt halt? besonders 12. Ach, die ich. haben mich überholt. Besonders da ich am Aufrüsten bin. Fabrik kostet minus 10%. Oh, wie geil ist das denn? Oh.